333. 713. Guck mal, hier ist das Licht angegangen. Was ist das? Warum? Und werden wir überleben? Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... Wir waren auch schon immer mal hier gewesen sein wollen. Oh, guck mal, hier sind Kugeln. Geil. Hier ist eine Zugbrücke. Da komme ich nicht hoch. Kannst du ziehen? Also, ich habe hier einen Ruck. Ich habe dir was mitgenommen. Ein. Mittellinks. Gestern hat sie, als sie in so einen Stachel getreten, hat böse geblutet und konnte dann erstmal nicht laufen. Ja. Aber ging heute früh wieder. Na, verheilt. Aber ja gut, hatte immer noch ein bisschen Schmerzen bei Druck. Aber jetzt möchte sie nicht pennen, Gott. Warum auch immer. Was ist das denn hier? Ich glaube, hier wird man sterben, oder? Wenn man hier drunter läuft. Nee. Ich glaube, dass die Maschine kein dauerhaftes Licht hier produziert. Hier müssen Spiegel angehangen werden, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, guck mal hier. Wow. Was ist da zu sehen? Dinge. Wow, da müssen wir hin. Okay, oben lang. Auf zum Atem. Ist jetzt das Licht wieder angegangen? Ach, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Also, du hast doch was im Inventar. Ich habe was im Inventar. Und zwar ist es ein... Ach, guck mal, hier geht ein Tor auf. Hier steht, ich bin mir sicher... Kann ich das bitte nochmal auf Deutsch lesen? Bin mir sicher, dass sie das bewacht, was ich suche. Die riesige Eulentür. Aber wie funktioniert die? Mehr steht hier nicht. Durch irgendeinen Auslöser geht dieses Licht an hier. Ist das hier irgendwo, dass wir, wenn wir hier irgendwo vorbeilaufen oder so? Weiß ich nicht. Da geht die jedenfalls an. Nee. Hier ist nämlich eine Tür, hier sind Hebels. Ich komme aber nicht durch. Ist hier irgendwo. Was hast du denn eingesammelt eigentlich für einen Gegenstand? Hatte ich dir gerade vorgelesen? Ja, lies mal nochmal vor. Ich hab nicht zugehört. Ich war gerade mit der Maschine hier beschäftigt. Ich bin mir sicher, dass sie das bewacht, was ich suche, die riesige Eulentür. Aber wie funktioniert die? Fragezeichen. Die Eulentür ist das da. Da oben ist die Eulentür. Eulentür. Kannst du hier was einlegen oder so? In diese Dinger hier rein. Ein Zettel hier oder was? Ach, das ist ein Zettel nur. Ich glaube, der macht rein gar nichts ansonsten. Okay. Ja, das war. Gibt's hier oben noch so? Hier ist nichts. Hier unten rumlaufen, okay. Hier oben müssen wir beide hin. Kommst du mal nach hier oben? Wie kommt man denn nach da oben? Hier den Weg lang. Ach, da ist ein Weg? Ach ja, hier ist ein Weg, cool. Wissen wir jetzt? Ja. Hier ist ein Weg. Und eine Kurbelei. Ich drück den Knopf. Hier ist frei. Du musst auch drücken. Oh. Oh. Trifft ihr uns so beide? Oh. Weißt du, wenn du sowas machst, dann ist das immer lustig. Aber wenn ich das mache, dann nervt das. Aha. Sagt er. Ist jetzt eine Feststellung, oder? Ja. Okay, wir können aussteigen. Oh Gott, du gehst auf der anderen Seite als ich. Nein. Jetzt haben die es schon wieder gemacht. Die haben uns wieder getrennt. Okay, ich guck mal, was hier unten abgeht. Wie unten? Bist du unten geblieben, oder was? Hier unten habe ich einen Liftsessel. Ich komme hier gar nicht weiter. Du musst mir hier was... Ah, hier, du musst mir diese Brücke hier hochziehen, Chiki. Ich gucke gerade, was ich hier so am Start habe. Ja, die Brücke. Eine Puppe, ein Kind... Oh, ein Kinderbett. Eine Puppe.
gehe ich mal nach oben. Hat irgendwas gemacht? Ja, ich kann jetzt hier rüberlaufen. Sehr gut. So, komme ich hier irgendwo weiter? Hier komme ich hoch. Oh Gott, hier splitten sich die Wege. Die aber letztendlich derselbe Weg sind. Okay. Also ich habe jetzt hier unten nur noch so einen Sitz, dem ich mich nicht reinsetzen kann. Ich kann mich rein... Oh, ich komme! Okay, dann musst du mir hier wahrscheinlich irgendwas aufmachen. Ich komme hier sonst nicht weiter. Nee, doch nicht. Okay. Hä, wie komme ich denn hier weiter? Hier habe ich ein Hebel. Oh, was ist jetzt passiert? Was machst du da? Oh, ja, warte. Lass so. Lass so. Komm, lass hier, komm. Runter mit dem Ding. Ey, richtig. So, jetzt kannst du es hochschnappern lassen von mir aus. Boing. Ja, guck mal, ich kann dir zeigen, wie das geht, so. Komm, hol das Lasso raus. Spielen Cowboy und Indiana. Noch ein seltsames Spiel. Hm. Nie verstanden. Oh, hier ist ein Boot. Können wir Boot fahren? Kannst dich reinsetzen, ich kurbel dich runter. Oder hoch. Aber ich glaube, hoch macht keinen Sinn, oder? Doch. Okay. Weil runter geht's ja nicht. Ich war falsch hier. Musst du wieder runter, oder was? Gott, ist das verwirrend. Alter, ist das weitläufig hier. So, ich glaube, du bist jetzt derjenige, der mir die Brücke hier dann aufbaut oder so. Irgendwie. Ja, warte, die Brücke kommt. Noch ein Stück. Ja, und zurück. Ach, da drüben bist du. Hi. Hi. Maya hat ja ein Organ hier. Also das hat sie hier nicht gehabt, also, ne? So na, Organ. Doch. Ne. Hm. Ich habe hier einen Knopf. Boah. So, bist du jetzt? Muss ich dich abholen, ne? Jo, ich komme hier nicht weg. So. So, jetzt. Kommst du auf die andere Seite? Ja, Maya scheint wirklich mit der Gesamtsituation recht unzufrieden zu sein. Shiki, du kannst wieder zurücklaufen. Ich komme da hinten nicht hin. Ja, doch. Ja, aber wo soll ich jetzt hin? Also an einem Stein kann ich irgendwas interagieren. Warte. Mit dir, aber na, warte mal, komm mal zurück hier nochmal erstmal. Ich drehe das nochmal rum. Zum Drehen? Ja. Hier ist eine Tür, die offen geht, komischerweise. Jetzt bin ich hier. Sind wir zusammen. Woohoo.
Keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Da war auch ein Knopf da drüben. Ah, du musst da oben hin. Ja, da war ich doch gerade. Ach so? Na, du musst dann den Knopf drücken und dann übernehmen. Warte. Du musst das Knopf drücken übernehmen dann. Da. Nee, du warst da unten, nicht oben. Du musst ja nach oben. Ey, da hinten war ich doch. Oben. Nee, oben warst du nicht. Doch. Warte. So. Weil da ist der Knopf, der runde Knopf, und du musst den übernehmen an der Stelle, damit ich hier aus der Ecke rauskomme, an einer anderen Stelle dann. Ich mich wahrscheinlich selber rauslassen kann. Hier kann ich nichts tun. Nein, hier kann ich nichts tun. So. Und du hast da oben einen Knopf zum Drehen, oder was? Hier kann ich... Was ist hier hinten? Hier musst du dann später langlaufen anscheinend. Okay. Ja, wir müssen, wir müssen uns die Aufgabe an dem Schalter tauschen, weil ich muss hier, mich... ich habe hier auf der Seite nur einen Hebel, den ich... Nee, das muss so eine Konsole mit einem Knopf sein. Hier ist keine Konsole mit einem Knopf. Dann geh du mal jetzt... warte mal, du kommst von da oben. Ach so, warte mal. Da muss ich das nach oben drehen. So. Das nicht. So, jetzt geh du mal wieder rauf. Ja, weiter, weiter. Ich versuche dich jetzt zum Dings zu leiten. So, da drüben nochmal hin. Was aber nicht funktionieren wird, sehe ich gerade. Verdammt. Ach, hier ist der Anfang, klar. So, aber das funktioniert jetzt. Jetzt runter. Jo, ja. Hier ist eine Konsole. Genau, jetzt drehen wir die Konsole zu mir. Nee, das ist eine andere Konsole. Das ist nicht die, die ich meine. Dann, warte, dann machen wir es nochmal anders. Moment, halt, einmal noch. Und jetzt, wo gehst du denn jetzt hin? Ach, du, mein Freund, musst hier hin. Wir müssen beide Ich muss doch aber erstmal weg. Ich kann hier nicht weg. Du musst jetzt erstmal rüber den anderen Knopfdings da drüben drücken. Der ist hier, da, drüben. Jetzt machst du das Gleiche mit mir. Warte, ich gehe jetzt hier rüber. Du musst mich nämlich jetzt rübergeleiten, weil du von deiner Seite aus nämlich dann einfach rüberkommst. So, und jetzt drehen. Und nochmal. So, und jetzt komme ich nämlich rüber. So, und jetzt, wenn du einmal drehst, glaube ich... und jetzt kann ich dir, glaube ich, hier über den Hebel hier oben die Tür aufmachen. Nee, kannst du nicht. Hier war da irgendwo ein Hebel. Du kannst den Fahrstuhl da unten holen. Und zwar komme ich so zum Fahrstuhl, dann holst du mich hoch und dann sind wir zusammen. Fertig. Na dann. Okay, bist du drin? So. Und dann müssen wir nämlich hier hinten einer hin. Du musst geradeaus gehen, ich gehe hier lang und dann hüpfen wir beide auf den Stein und dann ist Happy End. Okay. Ich bin auf dem Stein. Ach, deswegen ist es immer an- und ausgegangen, weil der gewackelt hat. Ja. Ja, Mann. Jammers. Ja, Mann. So. Sehr gut. Ich, ja. Es sind aber auch verschachtelte Wege her. Ich kann jetzt hier runterrutschen. Ja, Geronimo! Gar nichts tun. Cool. Warum nicht? Doch hier. Ich komme jetzt ganz zum Anfang. Ja. Jetzt ist nämlich das Tor offen, richtig? Jawohl. Ich bin jetzt hier oberhalb. Was haben wir denn hier alles Schönes? Oh, guck mal, ich habe eine Grafik.
eine Grafik, die man bei in der Psychologie benutzt. Okay, kann ich dir auch sagen, was wir dann davon brauchen, weil wir müssen nämlich ein Bild zusammenbauen. Musste mir die Grafik. Sieht aus wie so eine Gruselfigur, die einen Schlüssel im Maul hat. Könnte auch eine Eule sein. Was kann ich noch tun? Ich kann hier auch Dinge bewegen und drehen. Diese Dinger hier kann ich drehen, okay. Ah, okay, du musst Lichtstrahl wahrscheinlich leiten, ne? Jawohl, ja. Das ist verkehrt gerade. Ja. Warte, warte. Ich muss, glaube ich, tauschen. Warte mal. Die du gerade eben hattest. Kleinen Moment. Dreh mal die nochmal. Andersrum. Also, oder weiter, weiter. Ach, nochmal weiter. Nee, anders Richtung. Geht nur so. Ach so, das. Nee. Jetzt geht. Ja, sag ich doch. Geht doch weiter. 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 Halt. Warte mal. Nochmal. Ach, jetzt verstehe ich, was das für ein Spiegel ist. Okay. Weiter. Jetzt bin ich gleich wieder am Anfang. Ah, okay, warte, 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 warte. Moment. So. Dreh den ersten nochmal. Nochmal. Und nochmal. Stopp. So. Den zweiten hier. Nochmal. Nochmal. Geht irgendwie nicht. Ach, geht nicht? Hä? Ich kann ihn nur so drehen. Okay, warte, dann lass den so. Ah. Zurück mit dem Ding. So, lass den so. Den hier unter mir. Halt. Den lass mal so. Moment, so wie er ist. So. Komm mal weiter hier bitte. Und zwar hier. Halt, erstmal hier. Den hier, ist vollkommen egal. Hier hinten, warte, so. Ab, warte mal, steht schon richtig, Moment. Ah, der hat schon ein Dings drin. Kannst du den hier drehen? Warte, ich muss den noch ein Dings rein. Halt, bleibt so, ja, warte. Ah, Mist. Das ist jetzt Mist. Hm. Nicht so. Ah, nee, ich hab bloß noch... Ja, doch, ich hab nämlich bloß noch eine Platte, aber... Oh Gott, mir fehlt hier vorne einer. Scheibenkleister. Das Schräge wäre mir wahrscheinlich viel lieber gewesen. Kannst du nochmal hier vorne den hier nehmen hier? Wo bist denn du? Na, wieder am Anfang. Ach, am Anfang. Und ja, jetzt? Am Anfang. Und dreh mal. Ich brauch den in diese Schräge hier rein. Noch einmal? Nee. Funktioniert irgendwie nicht. Nee. Okay. Das heißt, der kann nur ein Durchleuchter werden. Okay. Dann nochmal drehen, bitte, damit der wieder durchleuchtet. So, okay. So, dann muss ich vielleicht in die Richtung... Ja, warte mal. Den hier unten drunter, den mal bitte nehmen. Ja, genau so. Dann machen wir hier... So, dann... Der steht schon richtig. Dann machen wir hier das durch... So, den hier bitte drehen. Ach, warte mal, der müsste eine Dings werden hier. Oh, Scheibenkleister. Halt, ich muss mir mal kurz, den weg.
So, den hier mal drehen. Noch einmal. So, stopp, okay. Passt, passt, passt. Der geht jetzt... Ist das korrekt hier? Ich glaube... Ah, ich glaube ja. So, Moment. Der ist schon. Hier brauchen wir noch, hier brauchen wir noch eine... Haben wir noch eine? Ich brauche noch eine Linse. Ist hier irgendwo eine... Ist hier noch eine lose Linse? Nee, haben wir natürlich nicht. Scheibenkleister. Mir fehlt eine Linse. Jetzt kommt das Licht hier drüben hin und bricht hier. Und hier muss es nochmal gebrochen werden. Da wäre es genau richtig. Ich brauche eine verdammte Linse. Warte mal. Habe ich noch eine übersehen? Nö. Also entweder habe ich irgendwo eine Linse... Ich brauche eine gottverdammte Linse. Aber warum kannst du nicht hier einfach rübergehen, anstatt da hinten lang? Na, ich muss alle, es gibt Linsen und, nicht Linsen, sondern Glasscheiben zum Reflektieren und es gibt Linsen, wo Struktur drin ist. Du hast ja gesagt, du hast ein Bild. So. Und ich muss ja erstmal das Licht durch alle Dinger durchleiten. Durch alle 6 Bilder oder Einzelbilder, Fragmentbilder, die wir dann nachher wahrscheinlich noch einzeln drehen dürfen und müssen. Verstehst du nicht? Ja, doch. Ist das Licht jetzt so aus, weil ich davor stehe? Ich habe jedenfalls nichts gemacht. Nee, geht das Licht aus, wenn ich hier vor der Linse mich hin und her bewege unten? Der Lichtstrahl? Ja. Krass, okay. So, also nochmal. Ich habe irgendwo entweder eine Linse übersehen. Ich brauche eine Linse, sonst geht das nicht auf. Ich brauche wirklich nur noch eine. Und zwar hier an der Stelle. Wenn ich hier an der Stelle eine Linse einpacke, wird die hier reflektiert und geht hinten durch. Ich brauche nur noch eine gottverdammte Linse. Ach jo, nee, das ist keine Linse. Hä? Gute Frage. Kannst du dir den hier nicht sparen? Welchen? Den hier? Wo? Das ist keine Linse. Eine Scherbe, also eine Spiegelscherbe, die reflektiert gerade 2 Strahlen. Einmal der kommende von hier in die Richtung und dann den hier zurück in die Richtung. Also sparen ist da an der Stelle nicht. Oder hast du noch in deinem Inventar eine Linse? Nee, ne? Nee, leider nicht. Liegt hier irgendwo noch was rum oder so? Ich kann mir nur vorstellen, dass hier irgendwo was rumliegt und übersehen wurde. Denn technisch wäre das vollkommen korrekt, was ich jetzt gerade mache. Das Licht kommt. Oh Mann. Ich guck mal, ob hier doch noch was ist. Komme ich da oben überhaupt hoch? Ja, ich könnte ja da oben... Nee, komme ich nicht. Hier ist Steingeröll vor. Aber du könntest mir auch nichts zureichen, weißt du? Hier liegt aber auch nichts rum. Nee. So, warte mal, du kommst von da unten hier hin. Was? Das Licht hier nochmal zurück. Naja, hier bräuchte ich, wenn ich hier eine Linse an der Stelle hätte, also hier einen Spiegel, ja? Hm? Siehst du, wo ich bin? Ja, ne? Dann wird es hier auf diese rauf reflektiert und geht dann hier hinten durch. Und geht dann hier ich hinten glaube, durch das Ding. Und dann bin ich durch alle Fragmentscheiben durchgegangen. Ich brauche nur eine Spiegelscherbe. Und ich weiß nicht, welche.
Mir fehlt eine Spiegelscherbe. Dann muss man den Weg halt anders gehen, weil dann ist das ja falsch. Musst du vielleicht doch hier rechts lang. Nee, rechts kann ich nicht. Also das Licht muss, wenn dann, von hier vorne rauffallen. Also entweder müssen wir uns einen Winkel einsparen, das wäre eine Möglichkeit. Das würde funktionieren, wenn wir das Licht hier hinten nutzen. Sag mal, wir können ja keinen schrägen Winkel machen. Wir können immer nur 90 Grad Winkel. Wenn ich also hier reingehe, von wo kann ich hier was machen? Ich kann da nicht rüber, ich kann hier nicht rüber. Das heißt, das ist definitiv ein Fragment. So, von hier kann ich entweder, nee, geradezu kann ich theoretisch nicht gehen, weil das ist die Scherbe, die dann nachher das alles bekommt. Okay. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Alles gut, warte mal. Ich glaube, ich hab's. Ich nehme die hier mal weg. Dann gibt's nämlich immer noch. Hm. Da ist der Fehler. So. Okay, du müsstest oben jetzt Licht haben. Ja, das ist fast richtig. Aber. Ja, sag mal, was für ein Muster oder welcher Schatten falsch ist. Also ich habe hier zum Beispiel den... Ich brauche den Schatten wieder, das Licht ist aus. Ach so, so. Ja, der untere Teil vom Schlüssel ist falsch. Der untere Teil vom Schlüssel, warte, ich gucke also mal. Also da ist ja so ein B, aber dieses B ist falsch, das muss eigentlich auf die andere Seite. Ein B. Oh, ja, das sieht so aus wie so ein B, da links. Der untere Teil von dem Schlüssel, also ganz links, das soll ein Schlüssel sein, ja, ich sehe es leider hier nicht, weißt du, das ist das Problem. Ich kann mir nur vorstellen, wenn du sagst unterer Teil, warte, dann ist es... Nee, der nicht. Der nicht. Der. Oder der? Nein. Moment. Hier, der hier. Komm mal hier an der Stelle und dreh den mal um 180 Grad. Hier. Ja, und nochmal. Nochmal. Und nochmal. So, wie sieht's jetzt aus? Jetzt haben wir die Hörner richtig. Ah, also ist das Spiegel verkehrt oder was? Jetzt haben wir die Hörner richtig, ja. Das Spiegel verkehrt. Das ist zumindest schon mal okay, weil wir die Hörner richtig haben. Das heißt, das ist bei dir oben. Scheint so. Weil das ist bei mir unten. Das heißt, wenn du sagst, unten dein B, dann muss ich nach oben gucken. Auf den Bildern. Ob ich da irgendwo ein B oder so finde, weißt du, auf den Durchleuchtbildern. Ich guck mal mit. Oh Gott. Das wäre dann der hier. Hier, der erste, Chiki. Kann ich den selber drehen? Nee, den kann ich selber nicht drehen. Den kannst nur du drehen. Das... Wir können es ja mal versuchen. Auch wieder komplett rumdrehen, ne? Mhm. Wenn dann immer um 180 Grad. Die haben nämlich immer Schattenfragmente. Das hat absolut, ist absolut falsch. Okay, dann wieder zurück. Dann gehen wir einfach jetzt jeden durch und du sagst danach, ob es richtig ist oder nicht. Punkt. Okay. Wo ist der nächste? Warte, der nächste ist hier. Ja, das war gut. Okay, der nächste wäre dann hier. So, nee, zurück. Das ist ein bisschen hart. So, jetzt. Oh. Ja, das war's.
Ah, die Tür geht hier unten auf. Wow.